Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn mit der netten Aloy hier. Wir sind in Meridian und werden uns jetzt hier mal in Meridian richtig schön umsehen. So richtig schön und die ganzen Händler abrasen. Spezialhändler für Spezialrüstung. Hier haben wir schon den ersten. Okay. So, ich finde die Stadt bisher echt toll gemacht. Wenn ihr das auch so seht und ihr noch Spaß habt an diesem Let's Play, immer gern einen Daumen nach oben da lassen. So, ich muss unbedingt mein Inventar leer machen. Ich habe 85 von 100 Plätzen hier schon belegt. Erstmal die ganzen Sachen wegmachen, die ich hier für Metallscherben habe. Verkauf. Objektherstellung, Geschäfte mit Händlern. Geschäfte, verkaufe. So, ein bisschen Platz brauche ich. Vielleicht auch mal irgendwie Geschäfte machen mit Händlern, damit ich hier wieder Platz bekomme. Ich habe gar nichts mehr zum nur gegen Scherben verkaufen. Das sind alles entweder für Objektherstellung oder für Geschäfte, ey. 83 Plätze. Guck dir das mal an. Und das, guck mal, wie viel Holz. Alles Holz für Bögen. 250, 250. Das sollte ich vielleicht mal aufhören, jetzt mittlerweile das ganze Holz abzupflücken. Kein Platz mehr einfach. Unglaublich. So, meine Waffen, meine Rüstungen, Modifikation. Modifikation kann ich noch verkaufen, die grünen hier. Dann frage ich mich jetzt auch, was ich gleich bekomme für die ganzen Sammelsachen. Weil ich das ja immer schön fleißig bisher gemacht habe. So. Ups. Erstmal gucken, was er noch hat. Schatzkisten. Okay. Bearbeiteter Metallblock. Wozu sollen die denn gut sein? Nora Fallenstellerkiste. Spezialmodifikationskiste. Das ist also nur für Teile für Modifikation und so. Zurückkaufen. Der Händler ist doof. Falls Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie Ausrufezeichen kämpfen. Wird da noch. Merkt euch meine Worte. Ich merke dir deine Worte nicht. Da ist der nächste. Damit erkennt man einen Idioten schon von weitem. So, was hat der denn hier? Fallenstellerpaket, Spezialobjekte. Auch wieder nur so eine blöden Kisten. Was ist das? Schmutziger Korb. Toll. Dieser Objekt hat keinerlei Wert, außer für die vielseitigsten Sammler. Ein Behälter aus einem alten Material. Panzerwandererherz brauche ich dafür. Wozu das denn, bitte? Schmutziger Korb kann ich mir kaufen. Schmutziger Harzklumpen. Groß. Rostbolzen. Schmutziger Harzklumpen. Braucht man das vielleicht, um was herzustellen, diese schmutzigen Dinger? Verstehe ich nicht, warum der sowas verkauft. Sehr, sehr merkwürdig. Die hier sieht wichtiger aus. Die sieht echt cool aus. Du suchst nach Artefakten? Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Avad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie. Suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Eine von den Banuk. Die Holzfiguren habe ich da. Habe ich schon wieder eine. Mehr über dich. Der König machte dich zur Gesandten der Banuk? Ja, ich habe Ban-Ur schon sehr oft besucht. Die Verak-Häuptlinge kennen mich. Ich helfe bei den diplomatischen Beziehungen mit Avad. Manche finden, sie sind ein merkwürdiges Volk. Aber ich komme mit ihnen gut zurecht. Man muss einfach nur am besten sein. Unabhängig von deiner Familie und deinem Geschlecht, ob Mann, ob Frau. Das Können wird respektiert. Die Herkunft ist völlig unwichtig. Ich sehe den Anreiz. Viele Karcher leider nicht. Alles, was sie nicht verstehen, ist rückständig oder wild. Das stimmt schon. Und die Holzfiguren? Erzähl mir mehr über die Banuk-Figuren. Es sind grobe Holzskulpturen von Anak, der wegen dem Mord an seinem Häuptling aus Ban-Ur verbannt wurde. Er hinterließ die Figuren bei bemalten Steinen an Orten, die ihn an seine Heimat erinnerten. Später stellte man seine Unschuld fest. Jetzt sieht ihn der Stamm als eine Art Held an und will die Figuren zurück. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich werde sie dir abkaufen, wenn du welche hast. Ich hab welche.
Fertig? Lass uns handeln. Hi. So. Hier hat auch wieder Kisten. Nora Feinsteller. Gutschein. Aha. Diese Kiste öffnet. Hier, das hier kriege ich für Banuk. Belohnungskiste. Diese Kiste muss geöffnet werden. Okay. Zwei Banuk-Statuen muss ich dafür geben. Die hier könnte ich holen. Die hier noch nicht. Gut, die zwei Statuen habe ich, also kaufe ich mir die mal. Und dann gucken, wie sich das so lohnt. So, vier Statuen kann ich noch finden. Oder drei sogar nur. Dann kann ich mir die letzten beiden hier holen. Aber diese kann ich mir auch holen. Komm, nehme ich das auch noch mit. Okay. Was hat sie denn noch bei Spezialobjekte? Karte, Metallblumen. Karte eines Utor-Botanikers. Aber die Karten habe ich doch alle schon gehabt. In Besitz. Ja, ich habe die Karten ja schon und sehe ja schon alle Sammelsachen. Könnte man sich hier also nochmal kaufen. Das war's schon. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Kein Ding. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Okay, mal gucken, was in den Dingern so drin ist. Ob sich das lohnt, diese ganzen Sachen einzusammeln. Ich habe hier noch so viele Kisten, die ich noch nicht aufhabe. Eine Kiste mit einem Stein drin. Danke. Das sind noch die ganzen Weißen, die ich noch von irgendwelchen anderen Aufträgen habe. So, jetzt kommt die Belohnung. Machen wir erstmal das aus. Nora Fallensteller-Kiste. Na, okay. Toll. Und hier jetzt das Banuk-Dingen. Selten. Sehr selten. Modifikationskiste, da sind... Oh, toll. Naja, noch mehr Kisten mit Modifikation, die grün sind. Okay, blau ist okay. Toll. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Ich habe schon wieder 6 Fertigkeitspunkte. Wo kommen die denn schon wieder alle her? Ich habe doch jetzt welche ausgegeben. Oder hat er das nicht gespeichert, weil ich danach gestorben bin? Hologramm-Datenpaket. Das ist das, was ich gesehen habe von dem Typen. Und hier noch mehr irgendwo. Da ist noch was. Ah, ist das Tagebuch von Dings? Gescannte Glyphen. Pergament mit Glyphen. Ja, das ist das Tagebuch. Odins Tagebuch. Jetzt bin ich ein Verräter und sehe keinen Ausweg. Naja. Du musst halt irgendwie deine Familie wieder kriegen, ne? Das werden wir vielleicht auch schaffen. Das ist das Panorama hier. Fehlen mir auch nicht mehr so viele. Hier sieht man die Banuk-Figuren. Mir fehlen nur noch 3 von den Figuren, dann habe ich alle. Also, das kriegt man hin. Das ist kein Teufelswerk. Neue Nebenquest. Das Feld der Gefallenen. Für die Schwester von den anderen war das. Naja, das hat er nicht gespeichert, dass ich hier den schweren Schlag und so gelernt habe. Kannst mal sehen. Habe ich so mit weitergespielt. So, jetzt habe ich nur noch einen Punkt. Okay, das waren die Händler. Ich setze gern mein eigenes Tempo. Gibt aber, glaube ich, immer noch weitere Händler, ne? So, die habe ich. Ne, bei dem war ich Spezialhändler. Und bei dem hier. Aber da sind noch 2. Und da hinten auch noch. Ich will dir einen Handel vorschlagen, Fremde. Ich habe schon gehandelt, danke. Hier haben wir noch einen. Was hat der so dabei? Rohstoffe. Linsen, Wächterlinse, Breitkopfdings, Langbeinlinse, Linse. Na guck mal, der verkauft ja auch Herzen, die sehr wichtig sind. Wächterherz, Läuferherz, Plündererherz, Graserherz, Panzerwanderer, Breitkopfherz, Lanzenzorn, Stürmerherz. Alles Herzen. Alles Herzen. Dann kann ich mir eigentlich, wenn ich diese Herzen habe, alle Outfits kaufen. Wirklich alle. Lass uns reden. Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Ich frag mich, ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Sie ist aus Metall, wie eine Maschine.
Andere Blüten wachsen in Mustern um sie herum. Diese glänzenden Schönheiten sind bei meinen Kunden sehr gefragt. Wenn du mir welche bringst, bekommst du etwas Wertvolles dafür. Okay, wir haben den Händler also für die Banuk-Figuren gefunden. Jetzt kommt der Händler für die Metallblumen, dann fehlt danach noch der Händler für diese Becher. Okay. Du sagtest, du warst Abenteurer. Oh ja, die Adligen im Meridian lieben Blumen für Balkone und Gärten. Also zog ich los, mit Bogen und Speer. Die Suche nach den wildesten Blüten machte mich weithin bekannt. Weder Bandit noch Maschine konnten mich von ihnen fernhalten. Was ist passiert? Die Liebe, Schätzchen. Meine Geliebte machte sich immer Sorgen um mich. Jetzt besorge ich mir die Blumen von ungebundenen Leuten. Ist es das wert, so eingeschränkt zu sein? Natürlich. Freiheit ist süß. Doch die Umarmung meiner Theridine ist noch süßer. Okay, Metallblumen? Diese Metallblumen, was ist das genau? Das weiß niemand. Aber es heißt, sie sprossen vor 20 Jahren, als auch die Maschinen verrückt wurden. Vielleicht waren es die Tränen der Sonne, der vielgesichtigen Gottheit, nicht wahr? Erst voller Zorn, dann kühl und geduldig. Vielleicht beweint er unser Leid, wenn sein Zorn ihn verlässt. Vor 20 Jahren, als die Maschinen durchgedreht sind, sind auch die Blumen aufgetaucht. Vielleicht versprühen die ja irgendwie so Sporen, die dann irgendwie die Maschinen hacken oder so. Keine Ahnung. Ah, feilschen wir um diese wunderschöne Beute. Jo. So, da habe ich doch auch schon mehrere Sets. Ein Set habe ich ja fertig. Das sind also die drei Sets, die man holen kann. Und hier das erste Set habe ich fertig. Gut wie's Belohnungskiste. So, holen wir uns die nochmal. Okay, Spezialobjekte. Was hat er da noch? Auch wieder die Karten, okay. Auf Wiedersehen, edle Nora. Naja. Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit. Sehr höflich, der gute Herr. Was ist da drin? Ah, guck mal, hier haben wir wenigstens schon ein paar lila Sachen. Und noch weitere Modifikationskisten. Also sowas kriegt man da nur raus. Mhm. Aber immerhin ein bisschen farbig und jetzt ist mein Inventar voll. Ich muss die grünen Sachen wieder verkaufen einfach. Ah, du bist zurück. Hast du etwas Schönes für mich? Bin ich nicht schön genug für dich? Ich handle immer gerne mit dir, meine Feuerblume. Meine Feuerblume? Oh, jetzt geht's aber los hier. Eine Anspielung wird auf die roten Haare sein. So. Da ich jetzt echt viele farbige Sachen habe, kann das grüne Scheiß hier alles weg. Nicht schlecht. Nimmt schon mal Gestalt an. Also wenn, da kann ich dann mal anfangen, meine ganzen lilanen Sachen auch mit lilanen Sachen zu modifizieren. Damit es richtig toll wird. Ich freue mich schon auf den nächsten Handel, mein Schätzchen. Gott, ey. Wenn wir einen Moment über die schönen Dinge reden. Wie er sie anmacht. Okay, das waren jetzt die Händler. Den habe ich. Jetzt fehlt noch das hier. Dann laufe ich da rum. Noch zwei weitere. Das müsste dann auch da der Typ sein, der dann die Becher handeln will. Was immer er damit auch möchte. Bei dem war ich. Ich sollte dort draußen Maschinen jagen und hier nicht rumlaufen. Dieser Ort riecht anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Gewürz? Ja, es ist Zimt. Hopp. Na gut, was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er-Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Eigentlich haben die Kaffeebecher nur einen Griff an einer Seite. Aber ich habe leider noch kein Set fertig von den Dingern. Mir fehlt immer nur ein Becher für bei den Sets. Du bist an den Alten interessiert. Mehr als interessiert. Ich studiere jedes Artefakt, das ich bekommen kann.
Wegen meiner Forschungen bleibe ich am liebsten zu Hause. Ich kann nicht einmal mehr die Sonne ertragen. Ich weiß nicht, wie ich je eine Frau finden soll. Meine Familie drängt auf einen Erben. Oh, guck mich nicht an. Oh nein, 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 ich gucke nicht. Mein Vater hat nämlich schon eine Ehefrau für mich ausgesucht. Sie interessiert mich nicht. Ein Bruder könnte mir diese Last abnehmen. Und ich könnte mich nur um meine Gefäße kümmern. Na, du hast ja Probleme, mein Guter, ey. Okay, Ritualgefäße? Für welche Rituale brauchte man die Gefäße? Sie wurden ganz sicher zusammen eingesetzt. Immer in Sets. Manche Leute denken dabei an Teezeremonien. Andere glauben, sie enthielten einst heilige Öle und Essenzen. Aber ich glaube, dass man sie ausschließlich bei der Rasur seines Bartes benutzte. Eins für Wasser, eins für Seife und so weiter. Jede Flüssigkeit hat ihr Gefäß und wird majestätisch aufgetragen. Ein festes Ritual. Es ist atemberaubend. Aber welches Gefäß enthielt was? Ich muss es wissen. Ich muss unbedingt weiterforschen. Und wenn es einfach nur Trinkgefäße waren? Trinken? Aus diesen herrlichen Töpferarbeiten? Sei bitte nicht albern. Genau, wer würde schon aus einer Kaffeetasse trinken? Ich benutze die auch immer zum Rasieren, ihr nicht? Ich hab eine ganze Armee von Kaffeebechern vor mir. Und da ist überall schön Rasierschaum drin. Ganz normal, wie jeder normale Mensch das macht. Kaffee, das trinke ich aus der Kanne. So. Ja, ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Ja, sieht man hier. Ich hab leider kein Set fertig. Bei den beiden Sets fehlt mir halt ein Becher. Okay. Schade. Und hier also auch wieder nur die Karten. Alles klar. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Haben dich deine Reisen auch in alte Ruinen geführt? Da reden wir darüber. So, und hier haben wir noch den letzten Händler. Dann habe ich sie alle durch. Was hat der denn so? Ah, das ist der Waffenhändler. So, ich habe aber die lilanen Waffen eigentlich schon so gut wie... Oh, Schattenrassler. Ach, das ist nicht der... Ich dachte, der hätte noch einen Bogen, noch einen neuen Speer. Es gibt halt keinen lila Speer. Das ist halt eine Bolzenwaffe für kurze Distanzen. Feuert mit jedem Schuss mehrere Projektile ab und wird am besten eingesetzt, wenn viele Treffer wichtiger als Präzision sind. Kann modifiziert werden. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt braucht. Gegen irgendwelche Maschinen. Schattensprengschleuder. Die werde ich mir jetzt kaufen. Weil die hat auch nochmal drei ganz andere Munitionstypen. Ich habe gar nicht so viel Platz in diesem Munitionsrad. Muss ich immer eine einsetzen, um die zu benutzen und dann die andere wieder wegpacken, um die zu benutzen. Oder ich benutze nur noch einen Bogen. Weil die hat, wie man sieht, drei Feuerelemente-Dinger drauf. Den Bogen habe ich. Schattenkriegsbogen habe ich nicht. Ich habe Schattenjägerbogen. Guck mal, der Schattenjägerbogen hat Feuer und dann diese beiden drauf. Hier gibt es auch noch schon wieder so einen Bogen. Der auch schon wieder ganz drei andere. Schattenkriegsbogen. Macht der Giftschaden da unten? Das Grüne? Dann Eisschuss und ein Schockschuss. Der braucht ein Tramplerherz. Aber guck mal, die Herzen kann ich mir eigentlich bei dem anderen Händler alle sofort kaufen. Und hier haben wir noch eine Schattenstolperfalle. Die könnte ich gegen meine andere Falle austauschen. Weil die hier hat alle drei Elemente, die ich brauche. Schock, Spreng und Feuerfalle. Da braucht man dann wirklich nur noch eine. Die kaufe ich jetzt. Und nimm hier die Kaja-Stolperfalle raus. So. Aber bei der Schleuder... Weil hier, da gibt es auch noch diese Schleuder hier. Schattenschleuder. Die hat Eis und Schock, was ich jetzt auch habe. Plus dann aber auch noch Feuer. Schattenseilwerfer nicht. Und die Schleuder hier unten. Schattensprengschleuder ist also wirklich, wirklich zum diese langsam feuernde Schleuder wirft explosive Bomben mit verschiedenen Auslösermechanismen, die großen Stoß- und Flächenschaden verursachen kann. Okay. Schau ich mal das Video an. Na, guck mal, da kann man so Minen schießen. Falls die Maschinen da schon mal lang gehen. Bam, laufen da durch. Okay. Auch nicht schlecht, die Waffe.
Und die andere, die Schattenschleuder, ist halt so, wie ich das schon verwendet habe. Nur, dass da noch ein zusätzliches Element dazu kommt, nämlich Feuer. Die Feuerbomben, die mir teilweise auch fehlen. Da kann man hier gleich Feuerbomben auf die ballern zum Beispiel. Macht auch viel Schaden. Die kann ich einfach einsetzen gegen die Schleuder, die ich jetzt habe. Kristallgeflecht brauche ich, habe ich nicht. Bei den Bogen bin ich mir aber nicht sicher, ob ich diesen Kriegsbogen hier nehmen soll oder den Schattenbogen verwenden soll, den ich hier habe. Diese Waffe verursacht wenig Schaden und feuert Elementarladung ab. Sie kann Feinde verwundbar machen und so für einen Vorteil im Kampf eingesetzt werden. Okay. Macht aber wenig Schaden. Das ist Gift. Okay. Ah, guck mal, die hat da eine Maschine gehackt, die jetzt die anderen angreifen und der ist damit sehr, sehr stark geschwächt worden mit dem grünen Kram. Kann ich aber auch noch nicht kaufen, weil ich das Tramplerherz nicht brauche, noch nicht habe. So, und hier die Outfits. Sind hier noch was Neues dazu gekommen? Nein. Ich gucke halt mittlerweile nur noch hier hinten bei den Lilanen, weil die anderen brauche ich sowieso nicht. Kristallgeflecht. Hier, Panzerwandererherz. Wenn ich da einfach die ganzen Herzen kaufe, müsste ich eigentlich... guck mal, das könnte ich mir kaufen, das Schleichdings, da brauche ich ein Brüllrückenherz. Dann kaufe ich mir einfach ein Brüllrücken, ich habe so viel Scherben. Dann habe ich das beste Schleichoutfit, was es im Spiel gibt. Genau wie hier auch, feuertes Feuerwappen, da brauche ich ein Stürmerherz für, was ich jetzt gerade trage. Da ist kein Effekt drauf, brauche ich eigentlich nicht. Und das trage ich schon, oder das ist schon in meinem Besitz. Also, ein Stürmerherz könnte ich mir noch kaufen. Und ein Brüllrückenherz, das werde ich mal dann schauen. Brauche ich aber jetzt nicht machen. Okay. Ja, dann können wir was plündern. So, das waren jetzt alle Händler, die ich hier abgegrast habe. Dann kann ich jetzt zu den Ausrufezeichen gehen. Nehme ich jetzt mal das mit. Aha, das ist da der Typ. Kannst du mir helfen? Ja, ich bin ja schon da. Nur einen kurzen Moment. Ja, ganz kurz. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Ein Dieb? Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Und warum ein Schwert? Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhauns mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Dein Neffe? Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Okay, ich werde danach suchen. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Er verlangt keine Strafe, aber nur das Schwert zurück? Glaube ich ihn nicht. Ist der Diener hier? What? Machen wir das im Becher. Finde Olin bei der Ausgrabungsstätte. Oh ne, das ist eine andere Quest. Der Diener befindet sich auch hier. Genau hinter ihm. Beginnt ja jetzt hier schon eine neue Quest. Ich bin noch nicht mal fertig mit der ganzen... die ganze Sache hier in der Stadt zu untersuchen. Das ist der Diener. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Okay.
Untersuche den Tatort. Frag mich lieber nicht. Blutstropfen, die von hier wegführen. Sei gegrüßt. Bin ich schon in der nächsten Detektivquest hier drin. Wo führen sie denn lang, die Blutstropfen? Da. Kannst mal sehen, ey. Da will man die Stadt. Aber das ist cool. Das ist eine Quest, die einen durch die Stadt führt, um die dann auch mehr so kennenzulernen. Das haben ich bin noch auf der richtigen Spur. Das haben sie gut gemacht. So läufst du automatisch halt ein bisschen durch die Stadt durch. Die anderen ganzen Ausrufezeichen werde ich sicherlich der auch machen. Der Dieb hat sich schlimm geschnitten. Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Reden wir doch mal mit denen hier. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einen Dieb Verbandszeug bezahlt. Ja, er wollte seine... geh zum Fuß der Treppe. Seine Wunden versorgen, der Gute. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Ja. Guck mal, Sterne. Das sind aber ganz schön viele Sterne. Die bewegen sich auch ziemlich schnell. Ah, tolle Stadt. Tolle Stadt. Und tolle Aloy. Außer Puste? Hast du Seitenstiche? Kann passieren. Ess mal was, Mädchen. Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier lang gerannt ist. Ja, hier steht auch gerade wieder eine Zeugin. Oh, hallo. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Aha. Die Händlerin mit dem Verbandszeug hat die uns angelogen. Kehre zur Händlerin zurück. Die blöde Kuh. Sie ist noch da. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Wie sie wieder mit ihren Jagdkünsten angibt, ne? Du kannst ruhig abhauen, ich finde dich. Wie Liam Neeson am Telefon. Ich habe ein paar Fähigkeiten, die ich über mein ganzes Leben trainiert habe. Ich werde dich finden. Und ich werde dich töten. Okay, da im unteren Dorf ist die Wassermühle. Okay. So, dann kann ich aber erstmal, bevor ich runtergehe, ins Unterdorf, damit wir wieder zum Oberdorf kommen, hier die weiteren Ausrufezeichen noch machen. Hier haben wir noch eine neue Quest. Und hier ist noch die Jägerloge, wo ich auch noch hin muss. Und hier bei den Häusern ist auch die Frage, ob da noch weitere Quests dann aufpoppen, weil das alles wieder so Dorfsymbole sind alle. So alles einzelne Dinger. Wieder viel zu erledigen. Und Aloy macht hier einen auf, wie heißt das? Detektiv. Also, mir gefällt das. Ich hatte Spaß. So, also ich bedanke mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge dabei seid, wenn wir weiter Meridian erforschen und die ganzen Quests hier abarbeiten. Also danke und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.